war sehr gut vorbereitet, diese Szene. Wir haben das öfters mal mit einer kleinen Videokamera ausprobiert, wie das alles gehen kann. Die Schwierigkeit war noch da, dass wir also nicht nur durch diese enge Küche, durch diesen engen Gang mussten, sondern dass natürlich in der Küche auch was los war. Da waren natürlich auch Leute, die da gekocht haben und so weiter. Manchmal ist auch die Kamera, die auf einer Steadicam montiert war, ist natürlich auch mal einem der Menschen da hängen geblieben und dann ist die Kamera weg und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Und dann ging es eben rein, die Gruppe, und das hat mir natürlich vorgeleuchtet, selbstverständlich. Und das Wichtigste für Martin Scorsese war immer das Timing, weil dieser Tisch da sich erhob und dann über die Menschen schwebte und dann vor der Bühne untergesetzt wurde. Und die sich dann da hinsetzen. Und das war eben eine spannende, sehr, sehr schöne Einstellung. Wir haben sie, glaube ich, nur 8-mal gedreht, was für so eine schwierige Einstellung ziemlich gut ist. Das kommt von Mr. Tony. Man muss sich natürlich vorbereiten, genau, was waren damals die Lichtquellen, wie haben die ausgesehen, wie war das Licht, was da rauskommt, welche Farbe hatte das. Dann haben wir festgestellt, das Licht war sehr grün, was aus diesen Lampen rauskam. Und das wollten wir natürlich nicht, weil ich habe nicht so gerne die Gesichter der Schauspieler grün aussehen. Also haben wir gesagt, gut, also haben wir es jetzt mal gepfiffen, dass das historisch anders war. Wir wollen, dass die auch Schauspieler anständig aussehen. Und wir haben sie also nicht grün beleuchtet. Aber erstmal muss man sich informieren, wie das mal früher war. Und das Rampenlicht war auch natürlich auch alles Gaslicht und in dem Ballsaal, die war natürlich sehr, sehr kompliziert auszuleuchten, weil das musste natürlich vorgeleuchtet werden, musste genau besprochen werden und da gab es viele Schaltungen, das fing dann erst zum Dunkeln an, wie dieser Raum vorgestellt wird und dann langsam gehen die Lichter an und dann kommen also die Tänzer auf die Kamera zu. Das war alles sehr genau choreografiert und auch natürlich vorgeleuchtet. Und da konnte ich wirklich mit Licht schwelgen, weil das war eben ein sehr reicher Film und reiche, schöne, wunderbare Bilder mit sehr viel Farbe, also sehr viel Rot. Da war eben gerade bei dieser Geschichte eben das Hell-Dunkel etwas sehr, sehr Wichtiges, weil die Geschichte hat ja auch sehr dunkle Seiten, dunkle Seite der Gesellschaft, da auch immer wieder anklingen zu lassen in den dunklen Szenen. Das war auch sehr wichtig, aufzuleuchten. Das ist nicht einfach, aber wenn es dann gelingt, dann freut man sich sehr, dass das dann auch aussieht.